Wie ihr vielleicht wisst, habe ich in der letzten Folge diese Raid-Farm hinter mir gebaut, die man im Moment nicht so gut sehen kann. Das Problem ist nur, die Pillager kommen da irgendwie raus. Das ist blöd und deswegen werde ich jetzt mal gucken, dass ich das Ganze fixen kann. Also habe ich schnell die Welt kopiert und Replay-Mod angemacht und somit rausgefunden, dass alles an einem Block liegt. Und zwar an diesem Erdblock. Denn dort können natürlich auch die Pillager spawnen und dadurch kommen die dann halt einfach raus. Und ich brauche mehr Raketen. Da ich diesen Block jetzt gefunden habe, kann ich ihn einfach abbauen. Und danach sollte alles gut sein. Hoffentlich. Was machen die denn hier? Habe ich noch einen Vorrat an Raketen? Oh wait, es ist ja Nacht. Ich hätte nicht herkommen sollen, aber egal. Ja, Raketen habe ich. Top. Und tschüss. Und irgendwie lustig, dass die Farm wegen einem Erdblock nicht funktioniert und das Portal mit Erdblöcken gefüllt ist. So, dann würde ich sagen, beheben wir dieses Problem mal. Und eine Sache müssen wir jetzt natürlich auch noch fixen. Und ja, ich fliege jetzt extra zur Goldfarm, zu einem Crafting Table. Obwohl meine Basis eigentlich näher wäre, aber so muss ich nicht Dimensionen wechseln. So, und falls die Farm jetzt funktioniert, würde ich sagen, farm ich mal ein paar Emeralds, damit ich hier auch ein Beacon hinstellen kann, damit ich die Farm länger betreiben kann. Und ich kann natürlich nicht ein Goldbeacon bei einer Emerald-Farm stehen haben. Davor habe ich allerdings auch endlich gecheckt, wie ich diese Dinge hier zu bauen habe. Deswegen wird das jetzt auch mal schnell gefixt. So, also hier kommt ein Stack rein mit 4 anderen Items. Hier kommt ein Stack rein mit 4 anderen Items. Und dann fließt das doppelt so schnell durch. Und das ist gut, weil dann nicht so viel gewastet wird. Und wir dadurch mehr Profit machen. Ich glaube, das sind ein bisschen viele Totems, um dauernd mit sich rumzuschleppen, aber naja. Dann würde ich sagen, teste ich die Farm mal für ein bisschen und dann stelle ich mir hier noch einen schönen Emerald Beacon hin. By the way, die Aufnahme hier kommt auch von der Replay Mod, also von der kopierten Welt. Da stand ich auch kurz AFK, aber so sieht es auch hier in der Welt aus. So, da ich jetzt nicht mehr sprinten kann, würde ich sagen, ist langsam gut. So soll das eigentlich aussehen, Leute. Und nicht so, dass dieser ganze See hier voll ist. Wie viel ist in den Kisten? Oh, das ist schon mal sehr gut. Ich meine, wir brauchen basically eigentlich keinen Redstone, weil wir es uns eigentlich auch ertraden könnten. Aber Gunpowder ist auch nice, obwohl es nur ein kleiner Nebeneffekt ist. Oh, yo! Also das ist viel mehr, als ich gedacht hätte und es ist auch vor allem viel mehr, als wir mit dem anderen Sortiersystem bekommen hätten. Eine Sache brauche ich jetzt hier allerdings noch und zwar ist das ein Crafting Table. Und falls ihr euch fragt, warum ich den hier unten platziert habe, naja, ganz einfach, damit ich das hier machen kann. Ich glaube, irgendwann muss da vielleicht noch eine zweite Reihe an Kisten drunter. Yo. Okay, das reicht für ein paar Beacons und für ein paar Trades in der Tradinghalle. Bevor ich jetzt allerdings den Beacon bauen kann, brauche ich erstmal noch den Beacon. Und natürlich auch Glas, damit die Pillager nicht auf den Beacon spawnen. Jetzt, wo das Glas am Verarbeiten ist, kümmere ich mich mal lieber drum, den Beacon zu holen. Also ab in den Nether und wieder ein paar Wither-Skelette killen. Bruh. Ja, der erste Kopf! Endlich! Mein Gott, hat das lang gedauert. Bro, was macht er? Oh, zweiter Kopf. Ja, das ist unser dritter Kopf. Let's go. Jupp, wir brauchen natürlich auch noch 4 Soul Sand. Also dann würde ich mal sagen, gehe ich mal schnell ins Ende und besiege meinen vierten Wither. Jetzt ist die Frage, wie ging das? So? Hoffentlich so. Water MLG! Hat keiner gesehen. So aus dem Kopf. Nice. Zack. Full Beacons. Und wir holen Regen und Resistance. Oder MLG Versuch 2. Ups. So, und solange das ganze Glas und der Kaktus hier noch am Schmelzen ist, gehe ich mal runter in die Mine und versuche ein paar Dias zu holen. So, hier wird jetzt der Water MLG spannend.
Nee, nee, Digga, dass ich den jetzt schaffe, aber diese anderen beiden nicht. Alter, das ist krass. Mal gucken, ob ich es zweimal in a row schaffe. Das wäre wirklich insane. Autsch. Nee, nee. Digga, was? Heute leider nichts, aber vielleicht finde ich ja wann anders mal was. Jetzt hier nochmal Water MLG. Jetzt kann ich auch endlich den Beacon Spawn proven. Boom, let's go. Jetzt kann man auch von weitem sehen, dass das hier die Emerald Farm ist. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst auf jeden Fall noch ein Abo da, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Ciao.